Ja, hallo, hier ist Kaviar Sportwetten. Bevor ich eure Zeit stehle, würde ich sagen, wir starten gleich mal los mit den Tipps. Ich möchte euch einen Tipp hier zur Europa League präsentieren und fürs Wochenende habe ich auch schon zwei Wetten abgegeben. Und genau, dann würde ich sagen, starten wir einfach mal gleich los. Ich bin jetzt hier bei 22Bet, da spiele ich gern die asiatischen Wetten, weil die Quoten meistens ganz gut sind. Diese Dreiweg-Wetten gibt es auch andere Wettanbieter, die auf jeden Fall besser sind. Müsst ihr immer mal vergleichen. Auf jeden Fall habe ich die Wette auf das asiatische Handicap minus 0,25 auf Prager. Das heißt, bei einem Sieg Prager gewinnen wir unsere Wette unentschieden, verlieren wir nur unseren halben Wetteinsatz. 1,97 finde ich richtig gut. Prager zu Hause in der Liga sowie auch international richtig gut. Die spielen super Fußball. Ihr könnt euch gerne mal die Zusammenfassung von der Liga. Das letzte Spiel war gegen Rio Ave. Da haben die richtig stark gespielt. Und wie gesagt, in der Qualifikation gegen Monaco gewonnen, gegen Tiraspol gewonnen und gegen ihn noch eine gute Mannschaft zu Hause gewonnen. Und Union Berlin finde ich, klar, die haben einen guten Lauf, haben noch kein Spiel verloren in der Liga. Aber ich denke mal, die werden hier verlieren, weil ich Prager zumindest spielerisch auf jeden Fall eine Nummer stärker einschätze. Und wie gesagt, Asian Handicap minus 0,25 auf Prager. Dann habe ich hier eine Wette noch im Auge zwischen Piräus und Freiburg. Piräus, die letzten Spiele, ich sag mal in der Liga und auch international, so lala. Aber daheim ist Piräus eigentlich immer stark und die Quote von 2,99 finde ich auch einen Tick zu hoch. Also Freiburg, klar, eine gute Mannschaft, aber jetzt, dass sie jeden Gegner hier in Grund und Boden spielen, das weiß ich ja auch nicht. Hier habe ich auch entweder das Asian Handicap 0. Also oder Draw No Bet. Oder das wäre ein bisschen risikohafter Markt, das Asian Handicap minus 0,25 auf Piräus. Weil ich Piräus zumindest gleich auf mit Freiburg sehe, zumindest zu Hause, genau. Und ich bin am Überlegen, hier das Asian Handicap 0 anzuspielen. Oder das Head-to-Head, wie man das nennt. 2,12 finde ich einfach viel zu hoch. Wie gesagt, weil Piräus auch zu Hause spielt. Diese Wette habe ich aber noch nicht abgegeben, weil ich erst mal warten möchte, wie die Aufstellung ist. Und dann mir die ersten 10, 15 Minuten live anschaue. Und genau. Das wahrscheinlich dann eine Telegram-Gruppe dann preisgebe, was ich tippe. Apropos Telegram-Gruppe, kommt gerne mal hier. Die ist kostenlos. Ist hier unten in der Videobeschreibung. Würde mich freuen. Und genau. Und dann habe ich hier noch zwei Tipps in der dritten Liga abgegeben. Mal gucken, ob ich das jetzt hier auf die Schnelle finde. Hier, Deutschland, dritte Liga. Hier bin ich auf den Sieg von 1860 München gegangen gegen Aue. Der Trainer von Aue hat jetzt das letzte Spiel bekommen gegen 1860 München. Wird dort verloren in München. Dann ist der Trainer wahrscheinlich weg von Aue. Und die Quote ist bei anderen Wettanbietern, müsst ihr mal gucken, bei 1,8, sogar bei Tipico ist es sogar höher. Und wie gesagt, 1860 München, denke ich mal, dass die daheim gewinnen werden. Und meine dritte Wette, die ich schon abgegeben habe, ist hier auf das Asian Handicap minus 0,25 auf Sieg Oldenburg gegen Bayreuth. Da war die Quote noch vor 2-3 Tagen bei 2,0. Jetzt ist es bei 1,72. Vielleicht kann man auch den einfachen Sieg von Oldenburg anspielen. Auf jeden Fall Bayreuth, die letzten Spiele ja, haben nicht nur die Ergebnisse nicht gestimmt, sondern auch ziemlich schwach gespielt. Jetzt haben sie 6-0 gegen Saarbrücken verloren. Und die davor, die Spiele, die waren jetzt auch nicht so berauschend. Und Oldenburg, sage ich mal, um die Klasse zu halten, muss auf jeden Fall gewonnen werden gegen Bayreuth. Und ja, sonst gibt es eigentlich gar nicht viel zu sagen. Wie gesagt, Sieg Oldenburg. So, jetzt habe ich noch so zwei, drei Tipps im Auge. Wie gesagt, kommt gerne mal in die Telegram-Gruppe, würde mich freuen. Danke, dass du das Video geschaut hast. Und in diesem Sinne ein schönes Wochenende. Macht's gut.